Hallo YouTube, was geht? Die kurzhaarige Katja ist am Stisseln. Hier, Haare ab. Hallo YouTube, die Haare sind ab. Schock, schwere Not, die Haare sind ab. Mayday, Mayday, die Haare sind ab. Aber ich finde, es steht mir. Der kleine süße Pixie-Schnitt. Ich finde es gut. So, wir gehen rein. Wir gehen rein in eine neue Folge von Streamclips Germany. Here we go. Ich habe Bock. Ich habe Bock. So. Boom! Zack, da sind wir wieder. Let's go. Volle Lautstärke und reinen das Vergnügen. Im positiven Sinne ab. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Streamclips Germany. Ach, wartet. So. Das ist wichtig da drüben. Wichtig. Ja, auch in HD. Ja, ich hab's rechts gemacht. Ready to kill. Dankeschön, by the way, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich hab's nicht gewusst, weil ich sehe es halt, ne, so. Aber ich wusste nicht. Deswegen Dankeschön. Oh oh. Es ist halt so ärgerlich, wenn man halt so ein Spiel halt nie spielt und deswegen halt nicht weiß, warum es funny ist, weil man da gar keine Berührungspunkte hat mit dem Game. Dein Tank ist leer! Oh, Gott sei Dank bin ich hier. Oh oh. Okay, oh, oh. Lass uns eine neue Route finden. Oh oh. Oh, nein! Rechts ab. Kein Problem. Ich finde einen. Nein! Da vorne ist auch eine Tankstelle. Oh no. Und ich empfehle, wenn man da ist, aufs Geld zu achten. Ja, das glaube ich. Deswegen. Entschuldigung? Und ich empfehle. Oh mein Gott, ist sie hübsch. Oh mein Gott, sie hat voll die schöne Nase. Sie hat voll die schöne Nase, voll die schönen Haare. Alles, ihr Gesicht sieht aus wie gezeichnet. Oh mein Gott, ist sie schön. Wow. Wow. Salties, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsche Frau. Wenn man da ist, aufs Geld zu achten. Ja, das glaube ich. Deswegen. Ich will auch nicht unbedingt aufs Geld achten, wenn ich da bin, deswegen, ja. Oh, oh, du hast dein Köpfchen gestoßen, Finley, geht's? Oh, du hast so dein Köpfchen am Mikrofon gestoßen. Oh, ich hoffe, Finley geht's gut. Sieht ja auch nicht so schlimm aus. Nee. Vielleicht hilft das. Das geht noch. Ein bisschen Lametta. Ja, das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ja. Guck mal, sie hat so viele Camps gefressen, das macht nicht sie, das macht nicht ihr Körper, das macht ihr drittes Auge. Mhm. Hanna, was machst du? Ey, wenn ich jetzt dafür gebannt werde, Clippy, dann darfst du mir die Zeit bezahlen, wo ich gebannt bin, weil du sowas reinkattest. Ich sag's, wie es ist. Bestell mir immer ein. Das macht es nicht, was. Ich habe einen Blackscreen. Du hast einen Bart. Wieso hast du einen Bart? Nee. Super schnell geht's. Ach. LOL! LOL! Oh mein Gott!
Tödliches Face-Sitting? Schon, ja. Noch ein bisschen. Yes. Oh mein Gott, war das cool. Bleib hier, hast du ein Hole in One gemacht? Das war Skill. Oh mein Gott! Okay, das war sehr cool. Das war ja sehr cool. In der Woche vor Ostern war ich auf Tagung und da war auf der Herrentoilette, waren auf der Herrentoilette sogar OBs. Also hier, ja, OBs. Ich wollte gerade sagen, Damenstöpsel. Wie heißt denn das richtig? Tampon, danke. Damenstöpsel. Brigitte, kannst du mir mal bitte die Darmstöpsel rüberschmeißen? Ich blute hier wieder wie ein Schwein. Brauch einen Stöpsel, sonst läuft das einfach alles raus. Darmstöpsel, Digga. Damenstöpsel, alles klar? Alles klar? Ja. Flop. Ist unser Kleid. Ja, die geht so. Oh. Okay, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Hä, das wäre das Erste, was ich ausprobiere. Als ich gerade das Game schon gesehen habe, dachte ich so erstmal. Und dann kann es ja weitergehen. Ich würde halt so gerne sagen, wieso sind alle so, aber ich bin ja selber so, also von daher darf ich da nichts gegen sagen. Die Person wusste ja nicht, dass Kev die größten Skill-Issues hat. Ich finde die... What the fuck? Ist das... Das ist shiny, oder? Ich hab meinen Stuhl kaputt gemacht. Nee, hab ich nicht. Oh mein... Fucking Gott! Ja, los! Rostet. 13. August. Ich habe ein paar Tapeten geschossen. Fast. Ich wollte gerade sagen, boah, ich find's voll cool, wie so Leute flüssig lesen können, weil ich kann's nicht. Ich hab's mir gerade verkniffen. Ich konnt's mir doch gerade verkneifen. Weil ich mir selber dann so dachte, never mind. Never mind. Nee. Wie kann man denn das lesen? Was ist mit mir? Das ist das ADHS-Gehirn. Das passiert bei mir auch. Ich lese dann auch so wumm. So und dann so schräg. Und dann verheddert sich da halt irgendwie das Hirn und liest halt ein Wort zur Hälfte und dann klippt es irgendwo noch das andere dran. So, weil... Wie kann man sich so verlesen? An die Disco hätte ich mich erinnert. An die Age, dankeschön für 20 Monate. Hallo. Dankeschön, On the Age. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Ja, da ist er, der Harald. Harald! Oh no! Einfach beide den... Einfach Harald rufen, boom, Harald tot. Aber ich glaube, wir haben es sogar synchron gerade gemacht. Wir haben synchron gerufen. Ist gegeben. Aber ich mag es eher schnell anstatt hart. Wait. Wait, nein, so meinte ich das nicht. Wait,
It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Mitashi, woo! Ja, Mann, Mitashi, ja, Mann! Ihr wollt mir erzählen, ihr hört die Musik die ganze Zeit nicht? Lol. Ich dachte aber, er hätte gute Laune. Ich dachte, er hätte gute Laune und würde hier reinkommen, so. Every day. Mm. Mm. Oh ja, so, ich wusste nicht, dass da Musik kommt. Ich dachte, er hätte einfach gute Laune. Ich sag's, wie es ist, ne? Ich hätte das aber auch verstanden als Zuschauer. Ich wäre so, ja, hab gute Laune, weil wir deine Zuschauer sind halt toll. Okay, Ananas mit oder ohne Pizza? Ich meine... Okay. Ich hab eingeatmet. Ich bin hochgesprungen. Und ich konnte heute dieses coole Kragenkleidchen nicht anziehen, weil ich leider einen ganz dollen Make-up-Brand an den Seiten habe und den habe ich nicht wegbekommen. Auf die Schnelle, ich muss es erst waschen. Tschüss. Chat, so schlimm ist es nicht. So schmutzig ist es Kleid nicht, ich schwöre. Komm zurück. Welchen Kleber? Der Arm. Au! 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 Das war mit Schmack. Ja, ist das auf der Kamera? Das erste Mal. Auf mysteriöse Art und Weise gehen meine Decke kaputt. So, okay. Also ihr seht, hä? Der hier auch. Und ich habe gar nichts damit zu tun. Vielleicht, weil die Sachen runtergefallen sind, aber... Ich habe Möpsi gesehen. Ich bin glücklich. Mr. Hanky, was geht? Hallo. Dankeschön für 11 Monate. Ich hab... Maschallah die Möpse gesehen. Sie hatte blond. Sie hatte blonde Haare. Katja ist leicht zufriedenzustellen, durchaus. Wer ist denn besser? Mommy oder Django? Also, ich sag mal so: Die eine Person freut sich sehr und leckt mir über das ganze Gesicht. Aber Django ist halt auch süß. Selber Ferkel? Wisst ihr? Welche Farbe hatte der Stuhl? Ich glaube, das war ein heller Stuhl. Ich glaube, das war kein dunkler Stuhl. Aber die exakte Farbe kann ich dir nicht sagen, weil ich habe mich auf den, auf das kaputte Produkt konzentriert. Weil ich irgendwie nicht gerafft habe, was daran kaputt jetzt ist. Das habe ich nicht verstanden. Ja, da war eine Decke drüber. Never mind. Pink. Der Stuhl ist pink. Habe mich auf den Deckel konzentriert, weil ich war so, was ist denn jetzt daran falsch? Also ja, der war schief, aber kann sie den nicht aufmachen? Oder da muss ja irgendwo ein Eingang sein. Was ist daran falsch? Also das habe ich nicht verstanden. Wie meine Waschbären angekommen sind. Ich zeige euch mal, Ferkel, wartet. Hier, seht ihr das? Wie glücklich der ist? Das sind Ferkel. Das sind Ferkel. Ja, weil es muss immer alles moderiert sein. Nö, bei mir nicht. Uns. Mir ist es mir scheißegal. Nein, aber mir nicht. Ja, dann guck mich in meinen Discord. Oh. Duh. Hab dich nicht mal berührt. Doch. Nee. Willst du mich berühren? Ja? Ja. Beißen wir ganz kurz in ein Stück Zement. Passt auf. Der Blick.
Können wir die beiden shippen? Ich weiß, es sind nur beste Freundinnen, aber trotzdem, können wir die beiden shippen? Ich weiß, die sind nur befreundet. Alter, hab dich nicht mal berührt. Doch. Nee. Willst du mich berühren? Ja? Beißen wir ganz kurz in ein Stück Zement. Passt auf. Ihr nehmt so euer Zement raus. Geht so raus. Ihr wart so gerade draußen spazieren, ne? Ja. Nehmt so ein Stück Zement vom Boden und beißt so rein. Oh ja, stimmt, Junge. Und das sind nicht Schwestern. Nein, 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 nein. Ja, das war fast schon so ein intimer Kuss wie Rezo und Parabelritter, ich sag's euch. Junge, keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Mir ist es unangenehm, auf Arbeit zu kacken. Ey, Matthias, fühle ich. Ich sag's euch, wisst ihr, was das größte Gottesgeschenk ist? Und das hab ich, wenn ihr auf der Arbeit eine Toilette habt, die für euch allein ist, wo kein Mensch hingeht, weil sie keiner kennt. Ich hab so eine Toilette auf der Arbeit. Seitdem gehe ich mit weniger Angst zur Arbeit. Vor allem, Angst. Weniger Angst zur Arbeit. By the way, ich habe voll vergessen, als ich vorhin vorgelesen habe und die Brille aufgesetzt habe. Jetzt habe ich die gar nicht mehr runtergenommen. Wieso sagt mir denn das sowas niemand aus dem Chat? Ich weiß nicht, ist das Weingummi? Es sind halt diese Schnüren. Ich weiß nicht, ist das Weingummi? Wieso sagt mir denn sowas niemand aus dem Chat, dass ich vergessen habe, meine Brille abzusetzen? Dankeschön. Aber dann sieht man gar nicht, dann sehen die Leute von YouTube gar nicht mein fancy dancy Make-up. Hab ich ja heute hübsch gemacht für euch. Entschuldigung, das muss auch ein kleines bisschen so. Ich will jetzt, Chat, will jetzt so, ja, dein Make-up sieht hübsch aus. Du hast dich heute schön hübsch gemacht für uns. So. Ich muss jetzt gleich auf. Danke, Dima. Weg. Oder habe ich da was vergessen? Wo muss ich denn hin? Du hast Physiotherapie. Ach du Scheiße! Wann denn? Die große Party-Reveal in. Kenn ich. Ja, oh, Neo Frotz, dankeschön. Ja, oh, dankeschön, Dima. Das will ich hören. Dankeschön. Ja. Nee, ich stehe nicht so. Dankeschön, Scorpion. Oh, Chat, ihr seid heute so lieb zu mir. Dankeschön. Ihr seid nur so lieb zu mir, weil ihr mich vorhin geärgert habt. Gib's doch zu. 3, 2, 1. Reicht jetzt, Chat. Ist okay. Ich hab's verstanden. Kuss. Dankeschön. Das ist Patty. Deswegen hat man Patty verbannt zu einer zu einem Dasein im YouTube-Universum, weil das halt doch sehr naja, intensiv ist. Ja, Patty, lauf mal. Oh nein. Sonst laufen und nicht stehen bleiben. Ja, lauf. Lauf. Oh. Dima, darf ich das mit dir auch machen? Dima, darf ich das auch mit dir machen? Komm schon. Darf ich das auch mit dir? Darf ich dich auch abschießen? Ja, Rico streamt doch nicht mal 48 Monate. Das ist gelogen. Ich hatte mein Zweijähriges dieses Jahr. Was? Monate? Wie viel? Ja, Rico streamt doch nicht mal 48 Monate. Das ist gelogen. Ich hatte mein Zweijähriges dieses Jahr. Hä? Hä? Ein Zweijähriges ist doch 24... Ach, was? Ja, eben. 24 ist doch zweijährig.
Deswegen war ich gerade voll verwirrt. Mathe durchgespielt. Okay, es lag also, meine Verwirrtheit war nicht, weil ich nicht rechnen kann, sondern weil sie nicht rechnen kann. Okay. Oh Gott, ich bin so bescheuert. Ich finde es so faszinierend, bei männlichen Duschgel, das sind einfach immer so 50 in 1 Packungen. Hm. 50 in 1 kannst du verwenden als Duschgel, als Shampoo, als Spülung, als Zahnpasta, als Motoröl und als Mittel, um deine Schwiegermutter loszuwerden. Und wenn du aber in die Damenabteilung gehst, irgendwo in der Kaufhalle, musst du alles einzeln kaufen. Duschgel, Seife halt, ne? Shampoo, hier Spülung, Conditioner, Scheiß, Motoröl einzeln kaufen, Zahnpasta einzeln kaufen und eine Axt, eine Schaufel, Klebeband und Müllsäcke, um deine Schwiegermutter loszuwerden. Da, sie hat komplett recht. Lasst uns ragen. Frauen, let's go. Ragen wir. Das geht so nicht. Das ist unfair. Unabhängig mal davon, dass ich keine Schwiegermutter habe, die ich loswerden will, aber ich nehme auch meine dafür. Ich will auch so ein Wundermittel. Für meine. Nicht für eine Schwiegermutter, aber für meine. Oh. Oh. Katze. Oh mein Gott, das ist so. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime. Ihr wisst, man hat mich mit Musik, ne? Man hat mich mit Musik. Man kriegt mich mit Musik einfach. Damit kriegt man mich. Ich kann nichts dafür. Folgen. Finde ich gut. Kann man mal machen. She goes away. 1, 2. Oh shit. Gaming Dirbel. Okay. Warte mal. Ihr könnt ja gerne mitmachen, Chat, ne? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Seht ihr, und jetzt bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich mir Gedanken mache, soll ich das nachmachen? Dann bin ich aber eine Angeberin. Oder soll ich es nicht machen? Aber wenn ich auch mache, kann ich auch sagen, so, ich bin keine Angeberin, ich habe einfach Skill. Soll ich mitmachen? Soll ich auch machen, Chat? Weiß nicht mehr, hey, bleib mal so lange auf einem Bein stehen. Ich will, das soll jetzt nicht überheblich klingen. Hallo, ich habe eine jahrelange Ballettausbildung hinter mir, okay? Das hat jetzt nichts mit Überheblichkeit zu tun, das ist Skill. Das ist easy. Für mich. Das ist super easy. Okay. 1, 2. Oh shit. Okay. Warte mal. Ihr könnt ja gerne mitmachen, Chat, ne? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zählt es? Morgen müssen wir Prio setzen. Hast du dir gemerkt, was ich alles gesagt habe, was ich morgen machen möchte? Ja. Okay. Oh, ich habe ein Gehirn dabei. Das bringe ich gerade nerdy bei, auf einem Bein zu stehen, ohne zu wackeln und anderen Leuten aus dem Tanzen. Das bringe ich gerade. Ja, aber das waren 3 Sekunden. Hast du auch die Augen zu gehabt? Ja, ich kann das auch mit Augen zu, das ist kein Problem.
Ich kann, Digi, ich kann Pirouetten drehen. Auf einem Bein Pirouetten drehen. Come on, ich stand auf der Spitze mit einem Bein und das andere ist ausgestreckt. So. Also wenn ich nicht auf einem Bein stehen kann, dann hätte ich auch nicht bei der deutschen Oper tanzen dürfen. Ich bin ja ehrlich. Deswegen war ich gerade so, ich will es auch zeigen, aber dann wäre ich eventuell ein Angeber. Aber ich habe es jetzt gezeigt. Bitte hatet mich nicht. Bitte nicht. Oh, das ist nicht weit. Geh hier weg. Und ich habe keinen Mixer. Also habe ich mich vor meinen PC gesetzt und habe mit einem Löffel den Teig umgemixt. Und dann musste der 25 Minuten ziehen für die Hefe. Und dann stand der halt die ganze Zeit so bei mir am Schreibtisch. Und ich guck dann immer so Videos. Und ich hatte halt Hunger. Ich hatte Bock, was zu essen. Oh no. Und ich habe einfach 80% des rohen Teigs gegessen. Und ich saß den ganzen Abend auf dem Pott. Ich hatte so... Das Ding ist Asche. Ich muss sagen, ich finde die Optik jetzt gerade so unfassbar niedlich. Das finde ich super. Ich finde, sie sieht super aus. Oh, Bauchschmerzen. Aber es war... Ich bereue gar nichts. Ja, hab mir auch gestern dann ein neues Dach gekauft, war. Ging aufs Haus. Ja gut, lange durchgehalten. Creepypasta Bunch! Du kannst Mahlzeiten einstellen bei dem Ding. Du kannst Mahlzeiten einstellen von 1 bis 39. Und ich war so, hä, und was heißt das jetzt, 1 bis 39? Genau. Da habe ich rumprobiert. Da gibt es so einen Manuellknopf. Wenn du raufklickst, dann kommen ein paar rein. Und ich hatte immer das Gefühl, das werden nicht mehr. Das sind immer die gleiche Menge an Kibbles, an Essen für sie, ne? Und dann habe ich mir auf 39 gestellt. Weißt du, was das ist? Oh nein. Das ist Gramm. Das sind 390 Gramm Hundefutter. Weißt du, wie viel von diesen leichten Trockenfutter-Dingen, 390 Gramm, ich saß da vorhin für 5 Minuten und habe zugesehen, wie mein gesamter Fußboden von einer Welle an Trockenfutter überflutet wurde. Oh no. Oh no. Deine Frisur sieht fantastisch aus. Oh, danke schön. Ab und an mal. Danke schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Scheiß Stein. Sehr gut. Sehr gut. Das ist schon wieder ein Ort. Sie hat einfach die Rapunzel gemacht. Sie hat einfach die Rapunzel gemacht mit der Bratpfanne. Sie hat einfach durchgezogen. Das ist jetzt, boah, das ist für die Sony Alpha. Chat, listen, ich weiß nicht, welches Objektiv das ist. Aber jedes Objektiv, welches ich sehe für die scheiß Sony Alpha, die ich auch selber habe, das Schlimmste, welches ich gerne hätte, kostet 1300 Euro. Es ist gebraucht, der will da noch 400 für. Die sind so teuer für die Sony Alpha. Oh Gott. Ja gut. Gut, das wird kein... Ja, der Gorilla ist tatsächlich bei Creepypasta Punch angelehnt an Asche. Da hast du komplett recht, Heretik. Da hast du komplett recht. Das sind die Möpse von Asche. Und die Banane. GTA spielen, Leute. Das Auto wäre schon 20 Mal explodiert. Ich habe mich gerade beim Lachen gesehen und habe dann auf einmal meine Zunge gesehen und war so, huch. Hoppala. Naja, jetzt ist die Zunge passend zum T-Shirt. Heute bunt unterwegs. Vielleicht mit einer geilen Arschbombe im Sommer. Oh nein, du wird eine Arschbombe gemacht. Die Erde ist näher in die Sonne gerückt. Zero, Grüße, Zero. Hallo, Zero. Machst du gerade Fatshaming? Nein, das war gar nicht darauf bezogen. Machst du gerade Fatshaming? Ich gehe auf Twitter, Alter. Diese Androhung, ich gehe auf Twitter. Ich verpetz dich bei der Community. Nur vorgestellt, wie du eine geile Arschbombe im Sommer machst, in so einem geilen, an so einem jetzt geilen Sommerfest. Das gibt einen Twitter-Beef, wow. Das gibt einen Twitter-Beef! Wow, wow, bist du wieder in den Trends, wow, mein Freund. Das kannst du aber mal glauben.
wie heißt denn die Scheiße? Bahnhof, Flughof, Flugbahnhof, Flug... Lilly, wie heißt denn das? Das... Nein! Nein! Lilly, wie heißt das? Ich hab die ganze Zeit nur Flugbahnhof jetzt im Kopf, ne? Danke. Lilly, wie heißt denn das? Ja, wo die starten und wo die aufhören. Ja, das ist ja auch klar. Wie heißt das Wort? Das sucht die ja gerade. Wie, was, nach welchem Wort sucht die Frau? Lilly, nach welchem Wort? Ich hab schon komplett vergessen, worum es bei ihr ging. Was doch. Ich hab einen HP da. Einer müsste auf Side sein, glaube ich. Der piekt in 3, 2, 1. Jetzt kommt der Kuck. Oh! Oh mein Gott, Dalukat ist so krass, ne? Dalukat ist so krass. Ich glaube, wenn ich jemals mit Dalukat irgendetwas spielen würde, jemals, irgendwann, wenn ich die Ehre hätte, mit Dalukat zu spielen, ich hätte so wahnsinnigen Schiss vor ihm. Halli, hallo, Flo, grüß dich, Sugar and Sharks, grüß dich. Ey, das ist ja so gut. Oh mein Gott. Ich hätte so Angst vor ihm, weil der einfach zu krass ist. Er ist einfach krass. Er ist einfach krass. 2, 1, jetzt kommt der Kuck. Oh! Wie? Was? What the hell? Dalu ist wirklich krass. Dalu ist echt heftig. Sugar and Sharks, wie geht's dir? Ich muss auch sagen, wenn man ein bisschen Angst von Dalu verlieren will, einfach gucken, wie er PUBG spielt. Wie der letzte Plepp. Okay, merke ich mir, ich guck mir dann seine PUBG-Sachen an und hab dann und bin dann so, okay, gut, es gibt eine Sache, die er nicht gut kann. Okay, cool. Leute, ich bin sehr unglücklich mittlerweile. Ich möchte etwas nehmen und wegwerfen, aber weil ich kein Rage-Gamer bin, würde ich so einen Schwachsinn niemals machen. Deswegen, sowas fände ich cringe. Mhm. Auch das. Michael, ja. hier links. Hier hinten. Oh no! Das war jetzt nicht so witzig. Für uns schon. Für uns schon. Schon. Karma kommt. Instant. Oh Gott, ey. So, wir haben es geschafft. Ah! Oh no! Oh no! Oh Gott, der Pain. Oh no. Ja gut. Hier ist eine Wespe, Luca! Hilfe! Die ist hier an der Kamera. An dem... Ich hatte in meiner letzten Wohnung einfach irgendwo bei meiner Nachbarschaft ein verdammtes Wespennest. Es kamen 5 Wespen hoch. Okay, sie sind auch alle gestorben, aber es kamen 5 Wespen zu mir. 5! Die wollten sich da breit machen. Die wollten dann bei mir da irgendwie, dann habe ich ein Gitter da irgendwie so ein Netz halt hingemacht und dann ging's. Aber bis dahin waren die einfach 5 Wespen. 5! Sie sind alle gestorben worden. Ich sage nicht, dass ich sie umgebracht habe. Das sage ich hier nicht, weil Wespen sind unter Tierschutz. Das würde ich niemals behaupten. Überhaupt nicht. Sie haben einen elendigen Tod gefunden. In Form von Sauerstoffmangel unter einem Glas, was ich aber nicht gemacht habe. Die sind einfach in das Glas hineingeschwirrt und sind einfach nicht mehr rausgekommen und sind dann verendet. Altersschwäche. Alle 5. So. Ja, die Wespe dachte ich wäre Honig, genau, weil ich so süß bin. Genau, ja. Ja. Und deswegen
deswegen, ich hab gar keinen Bock auf Wespen. So, die wollten sich da breit machen bei mir in meinem Streaming-Room. Sag mal, hier, neue Haustiere oder was, genau, so sehe ich aus. Bitte nicht alle gleichzeitig. Die sleepern. Aufwachen, Aufstiegszeit. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Die hab ich doch getötet. Lol, Chrissy, danke schön für 15 Monate. Vielen, 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 vielen Dank. Lol. Oh mein Gott, okay. Aber ready to kill, gute Nacht. Hier. Ist nicht beides das gleiche? Was? Oh ja, okay. valid, ja. Die Seele aus einem raussaugen und ihn heiraten ist... Wenn's der Richtige ist, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Ich nehme auch einfach nur die Seele. Einfach nur die Seele. Das ist auch gar kein Problem. Dann muss ich... Ne? So, aber... Würde ich jetzt nicht... Ich halte meine Klappe. Ich habe zu oft zu viele falsche Sachen gesagt in der letzten Zeit. Ich halte meine Klappe jetzt. Ist quasi das Gleiche. Ja, das glaube ich dir irgendwie nicht. Nein, actually, ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, es gibt Dinge, die mir passieren würden und es gibt Dinge, die mir nicht passieren würden. Weißt du, und wenn mir etwas nicht passiert, dann passiert es mir halt auch nicht. Kenn ich. Same, girl. Passiert, ja. I feel it. Fühle ich. Komplett fühle ich. So, pack. Oh, no! Nein! Warum? Ich weiß genau, was das für ein Clip ist. Du kannst auch mein Mini-Würstchen liken. Ich hab's nicht so gemeint. Sardan, ich grüß dich. Ich habe das nicht so gemeint. Oh mein Gott, nein! Nicht so! Nein! 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 Mm-mm. Es ist nicht so, wie es sich anhört, okay? Stadt, Land, Fluss hat die Funktion, etwas liken zu können. Und ich habe Mini-Würstchen geschrieben. Er hätte es liken können. Das meinte ich damit. Okay? Nein, 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 was? Nein, oh no. Das ist nicht passiert. So, lieber Chat. Genau, das ist mir passiert auf dem Schulausflug in Paris. Ist euch sowas auch mal passiert? Mir ist das noch nie passiert. Aber einem Klassenkameraden von mir damals auf einen Schulausflug. Was ist passiert? Jemand hat es nicht geschafft, so schnell genug rauszugehen wie der andere und fährt jetzt weiter quasi. Nein, 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 was? Nein, nee. Das ist nicht passiert. So, lieber Chat. Genau, das ist mir passiert auf dem Schulausflug in Paris in der 8. Klasse. Meine ganze Klasse geht raus. Ich will auch rausgehen, als kleiner Matteo mit 13 Jahren oder 14, keine Ahnung. Die Tür geht zu, klemmt meine Tasche ein. Ich reiß an der Tasche, Tasche kommt irgendwann raus, Tür geht zu, fährt weiter. Ich dachte, gut, ich bin 13 Jahre alt und allein in Paris. Ist wie Kevin allein zu Hause. Oh mein Gott. And we shadows conceal us. Death to Kronos. Brauen. Last night I dreamt of this.
Also ich weiß halt, dass es halt bei einem aus meiner Klasse passiert ist damals, bei einem Ausflug nach Berlin. Und dann war Panik, ne? Da war Panik. Kind ist irgendwo nirgendwo in Berlin. Und da hatten wir noch keine Handys oder so, wo man halt mal anrufen könnte und sagen könnte, in der und der Station. Nee, nee. Da musste die Lehrerin sich in den nächsten Zug setzen und einfach, sie meinte so, der hat das nicht gecheckt und ist erst nach 5 Stationen ausgestiegen. Alleine. Weil er uns nicht mehr gesehen hat. Und sie ist einfach hinterher und hat einfach bei jedem Bahnsteig geguckt, ob er irgendwo halt ist. Und beim 5. hat sie ihn dann gefunden. Natürlich hat sie vom Kochen geträumt. Ich spiele ja auch eine Frau. Ja. Ich kann nichts dagegen sagen. Nice. Ja, genau diese Lecksteine. Vielleicht bin ich das. Vielleicht bin ich das für ihn. Ich bin Leckstein. Weißt du, wir haben früher Leckmuschis gegessen. Nicht ganz. Nicht ganz. Ich würde das so nicht bezeichnen. Und er ist ein Leckstein. Also ich bin anscheinend... Vielleicht wurde ich durch die Leckmuschi einen Leckstein. Mhm. Warte. Muschel. Muschel. Warte. Es gibt in dem erwachsenen Zustand auch noch leckbegeisterte Menschen, habe ich gehört. Habe ich gehört. Das nach wie vor, dass es nach wie vor ein Ding bei einigen ist. Habe ich gehört. Die heißt Leckmuscheln. Yes, Daddy. Oh, yes, Daddy. Oh, yes, Daddy. Oh, yes, Daddy. Da war einfach eine Familie mit Familienvater. Da war eine Familie mit Familienvater und der hat so geguckt, als ob er genau weiß, was abgeht. Und der Sohn, der ein bisschen zu jung war, hat auch so geguckt, als ob er genau weiß, was abgeht. Dankeschön dafür. So unangenehm. Deswegen mache ich halt keine Alerts. So, wenn ich IRL streame, mache ich keine Alerts. Das ist mir zu unangenehm und ich will auch keinen Stern. Gar nicht hin. Keine Bange, meine ich. Okay. Oh, das ist mir letztens in der Bahn passiert. Ihr kennt doch diese Werbung, die immer an den Bahngleisen so hängen, diese Plakate. Und da gab es ein Schild mit so Caritas, so. Ja, Kinder bangen um ihr Leben. Schlimmes. Ich ahne ganz, ganz schlimme Sachen gerade. Ich bin natürlich dumm und lese Kinder bangen um ihr Leben. Es ist so makaber und böse. Es ist so makaber und böse. Es ist so makaber und böse. Es ist so böse, Leute. Es ist so böse. Ich kann noch nicht mal einen Spruch bringen, weil es wäre zu düster. Es wäre zu düster. Da kann man mich direkt canceln, wenn ich jetzt Sachen raushaue, Alter. Ich sag's, wie es ist. Jeder kann sich irgendwas denken. Achtung, flacher Witz. Man könnte natürlich sagen, sie vermählen sich gerade. Ach, da kommt bei mir instant der Cringe-Faktor hoch, ne? Ja, Brathering, Brethering. Aha, ja. Why not? Baba ist... Du kannst nicht gleichzeitig Baba und Win sein. Das habe ich vorhin zumindest... By the way... Oh, by the way... Ich habe... Ich muss einmal ganz kurz ganz groß machen. Einfach, weil es wichtig ist. Wichtig und richtig. Ich... Wie Katja, habe die Ehre, die wundervolle Ehre, die Perücke für die Dokumi, für die gute
Every Luna Ever zu machen. Die Perücke kam schon an, die Bommels kam aber noch nicht an und die Ohrchen kam auch noch nicht an. Aber die Perücke machen wir zusammen on Stream. Ich habe sie extra gefragt, darf ich das machen? Darf ich? Und sie meinte so, ja, kannst du gerne on Stream machen. Das heißt, wir machen gemeinsam die Perücke für Every Luna Ever für die Dokumie. Die Perücke kam gestern tatsächlich an. Oh, sorry. War falsch. Entschuldigung, nochmal. Sorry, it's a little bit loud, habe ich gehört. Ja, I'm sorry, ich muss es nochmal fixen. Ich habe es probiert, im letzten Level ging es nicht. Es hat funktioniert! Ja, zu diesem Spiel! Wieso flackert das Licht ab und zu? Oh! Oh Gott, schwarze Rose war verloren! Mein Gott! Fuck! Mein Alert hat mich umgebracht! Perfekte Position entdeckt irgendwann, ja? Und dann war ich so zu dem Freund, ich komm gleich wieder, ich hol mir nur kurz meine Taucherbrille und dann bin ich kurz zur Düse, zack, zack, Küsschen. Ich weiß nicht, ob ich mich fremdschämen soll oder horny werden, um ehrlich zu sein. Also so Luftpolster. Michael von Ulrichstein, einfach akzeptieren. Einfach akzeptieren, lächeln und winken, wie die Pinguine von Madagaskar es dir schon vorgemacht haben. Einfach lächeln und winken. Mehr nicht. Einfach das. Insta-Folie. So Blub-Pop-Folie. So Folie, die man poppen kann. Die ist da drin, so. Und ich habe 100 Stück davon bestellt. Und die kamen in einem fucking riesigen Paket. In einem wirklich riesigen Paket. Mhm. Das Paket wurde vor meine Tür gelegt. Das Paket wurde geklaut, bevor ich nach Hause gekommen bin. Am fucking selben Tag hat es nochmal geklingelt und mein Paket lag vor der Tür. Lol. Der fucking Dieb hat es geklaut, aufgemacht, sich gedacht, scheiße, das will ich gar nicht klauen. Wohin damit? Und hat es mir zurückgebracht. Ich hab's euch schon mal erzählt und ich erzähle es jetzt noch einmal. Mir ist es auch ein einziges Mal passiert. Ein einziges Mal, dass ich beklaut wurde. Einmal von einem Postboten. Und was er geklaut hat, ist umso lustiger. Er hat eine blonde Kurzhaarperücke geklaut. Die so die Länge, die ich halt hatte, als echt, also vor kurzem noch als Haare. So eine kurze weiße Perücke mit dunklem Ansatz hat er geklaut. Er hat gesehen, was da drin ist. Mir wurde auch schon Essen geklaut. Ja, aber das ist wenigstens so, da konnte der Dieb was essen. Wer klaut eine Billo Amazon Perücke für 20 Euro Kurzhaarschnitt weiß-schwarzer Ansatz. Wer? Wer klaut das? Er macht's auf, er sieht, was da drin ist. Man sieht das direkt. Und sagt sich so, ja, nehme ich mit. Nehme ich. Finde ich gut. Ist voll mein Type. So. Er wollte einen Überfall machen. Er wollte es mir dann andrehen wahrscheinlich. Hazel Scorp, dankeschön. Oh, na, Sebastian. Dankeschön für den Raid. Hallo Raiders. Hallo Hazel Scorp. Hallo Raiders. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream. Ich hoffe, ihr habt was richtig Tolles gemacht. Ihr könnt gerne mir erzählen, was ihr gemacht habt. Ansonsten lehnt euch zurück. Wir gucken gerade Streamclips Germany. Nüsschen Raid. Oh, süß. Mal nach Zahlen, Andy. Dankeschön. Oh mein Gott! In den. Vor allem direkt dieses. Der Ballon zerplatzt und direkt der Emoji mit den Tränen. Guck mal. Direkt. Die Enttäuschung vom Chat. Diese Enttäuschung vom Chat einfach. In den Tod.
Boah, Alter, sich tot. Also, ich glaube, der schönste Tod, den du haben kannst, ist wirklich zu sterben dabei. Ja. Ein Philosoph, wie er im Buche steht. Ich sag's euch. Wenn ein Arsch bärbar geht. Mal nach Zahlen, das ist richtig. Neue Frisur ist korrekt. Ich bin so crazy, what the fuck? Nee, ich hab Frühdienst, das ist doch richtig scheiße. Ich schau dir gar nicht, was geht ab. Das ist ja richtig abgefuckt. Ich hab einen Frühdienst, dann Spätdienst und dann hab ich wieder früh. Mhm. Was ist das für ein Game? Es ist ein ziemlich beschissenes Game. Das nennt sich Real Life. Oh. Also die Grafik ist okay. Die Story ist ziemlich scheiße. Die RPG-Elemente mit Aufleveln und so weiter sind der größte Rotz überhaupt. Es gibt kein Spiel, das so unendlich viel Zeit frisst, so viele Wiederholungen braucht, um dein Skillen etwas zu verbessern. Tami sagt. Dankeschön. Hazelskop, Dankeschön. Dankeschön. Und Klufko gibt uns gleich genau diesen Emoji einfach. Preach it, Schwester. Ja, Mann. So nämlich in Gamersprache ausgedrückt. Schon. Ich sag auch noch manchmal Kami, es tut mir leid. Ich habe mich noch nicht an meinen Namen gewandelt. Nee, wie heißt das? Verwöhnt? Nee. Verwandelwöhnt? Verlohnt? Ich habe mich noch nicht an meinen Namen verwandelt. Nee. Gewöhnt? Gewöhnt! Das war das Wort. Oh mein Gott. Ich habe manchmal so eine krasse Sprachstörung. Bei ihr läuft's. Rückwärts und bergauf. Runter, aber es läuft. Was? Oh, cool. Nein, ich bin hässlich. Oh. Aber stolz. Du bist hässlich, aber stolz. Und stolz. Du bist hässlich und stolz. Funk. Du darfst das nicht vergessen. Du, der Stolz ist super wichtig. Oh. Ja, man hat doch wirklich mein Gehirn mit einer alten Trompete ausgetauscht. Warum? Clippy, warum? Wieso? Warum? Ja, enger wär auf jeden Fall besser. Ist ein Lifestyle. Ich kann nicht widersprechen. Da hat er recht, der Mann. Hört auf den Mann. Der hat recht da unten. Der hat recht. Oh Gott, das Essen ist so scharf, ich sterbe. Okay. Oh mein Gott. Oh, vorbei. Schade. Ja, nice. War doch eine... Boom, war doch eine fantastische Folge. War doch super, Chat. War doch fantastisch. Das heißt, lasst gerne Daumen hoch und so. Tschüss, YouTube. Einmal reinschreiben. Tschüss, YouTube. Wir haben hier Chat. Wir haben hier, ne? Erziehungsmaßnahmen genossen. Wir sind alle lieb und haben Benehmen. So, also, sagt gerne tschüss YouTube. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nicht vergessen, Clippy supporten auf Twitch, auf Insta, auf überall. Markus. Auf überall. Auf allen möglichen Plattformen, außer pornografische, ich meine, da ist er nicht mit bei. Und auch bei mir gerne reinschauen, bei mir gerne ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr freuen, immer wenn jemand reinkommt und sagt, ich kenne dich von Clippy. Freue ich mich sehr. Also von Streamclips Germany. Da freue ich mich immer sehr. Das bedeutet, schaut gerne auch mal bei mir vorbei. Ansonsten kommentiert gerne, wie so die Frage, die ich euch inmitten des Ganzen gestellt habe. Gebt mir Komplimente. Los.
I need this for my ego. Nee, schreibt gerne, was ihr von den Haaren findet. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche und so. Bis denn. Tschüss, tschüss, YouTube, tschüss.